Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist eine Aktion für Kinder in Krisengebieten weltweit. Ein einzelner gefüllter Schuhkarton mit nützlichen und schönen Dingen ist einfach für ein Kind, das Not leidet, das noch nie beschenkt worden ist, ein Zeichen der Liebe und der Hoffnung und etwas, das eine Zuversicht bei vielen Kindern auslöst, die vorher nicht da war. Ich heiße Irmit Behrendt. Ich habe seit 1974 die Zeitschrift über Entscheidung übernommen und habe immer gedacht, es wäre schön, wenn man Wort in Tat umsetzen könnte, und habe vor vielen Jahren, das war 1995, in Amerika durch Franklin Graham die Aktion Weihnachten im Schuhkarton kennengelernt. Dort heißt sie Operation Christmas Child. Und habe dann gedacht, also das kann man in Deutschland nicht nennen, Operation Christmas Child. Aber ich dachte, Weihnachten im Schuhkarton sollte man es nennen. Das ist doch ganz einfach. Weihnachten findet in Verbindung mit einem Schuhkarton statt. Und mehr Weihnachten als in den Augen der Kinder und ihrem Herzen kann man gar nicht erleben. Ich hatte dann einen Artikel geschrieben und innerhalb von 6 Wochen, das war 1996 im Spätherbst, erhielten wir 1600 gefüllte Schuhkartons im Büro. Und ich war hingerissen und dachte, aber was machen wir jetzt damit? Denn jeder Schuhkarton muss natürlich durchgeguckt werden. Und in der Anfangsphase war das schlimm. Da hatten wir doch immer wieder größere Mengen an Dingen, die einfach von anderen entsorgt waren. Und da hatten wir dann sehr schnell gemerkt, unsere Vorgaben, wie das aussehen sollte, müssten wir einfach ändern. Und haben dann geschrieben, nicht mehr neuwertig, sondern neu. Und das war eine weise Entscheidung. Und dann wurden die Päckchen qualitativ sehr viel besser. Wir konnten sofort viele Kinder damit beschenken. Zum Beispiel war ich bei einer Verteilung in der Slowakei dabei und da waren es nur Roma und Sinti-Kinder, ich weiß nicht wie viele Tausende. Da stand ein kleines Mädchen im Schnee mit nackten Beinchen und Pantoffeln und es waren sicherlich 10 Grad minus. Und als die einen Schuhkarton bekam mit einem Kuscheltier und das kleine Mädchen flitzte davon und so richtig mit diesem leuchtenden Gesicht, das ist etwas für mich. Wie ein einzelnes Kind merkt, da kommt etwas von einer fremden Seite, die mir aber Liebe entgegenbringt und ein Stück Hoffnung. Gerade eben, wenn es in der Weihnachtszeit ist, merkt man plötzlich, man kann wirklich mit einer relativ kleinen Sache ganz viel Freude auslösen. Die Schuhkartonaktion wuchs und wuchs, sodass wir 1999 schon etwa 100.000 Schuhkartons hatten. Und das explodierte noch mehr. 2001 hatten wir bereits an die 300.000. Und da wurde uns klar, dass wir eine neue juristische Form finden mussten. Und da entschlossen wir uns zu einem neuen Namen. Und das war 2001 dann der Name Geschenke der Hoffnung, weil dann so schönerweise die Schuhkartons, die Zeitschrift und die Projekte miteinander verbunden hat. Und da habe ich gedacht, wie wunderbar, wenn wir damit ein richtiges Fundament haben, um Projekte jetzt in ganz anderer Weise noch anzugehen, zu vernetzen und Menschen eben zu helfen. Die Schuhkartonaktion hat uns natürlich sofort den Blick geöffnet, auch für die ganz Kleinen, nämlich die Babys. Und wir stellten fest, dass da unendlich viel Not war. Und wir haben uns überlegt, wir werden jetzt aufrufen innerhalb der Schuhkartonaktion für ein Babynotpaket-Päckchen. Und ich erinnere mich, dass eine Mitarbeiterin bei einer Verteilung so ein Päckchen einer jungen Frau übergab und ein kleines Baby im Arm, das war, glaube ich, 6 Monate alt. Sie drückt ihr das Päckchen in die Hand und sie öffnet es und daraus kommt Babywäsche und Babykleidung. Sie hat das Kind genommen, angezogen und nur noch gestrahlt. Und diese Mitarbeiterin hat dann sofort gesagt, ich lasse alles hier, was ich nicht unbedingt brauche. Und hat dann also wirklich das Allernötigste nur noch behalten und diese junge Frau auch noch damit beschenkt. Das Ziel der Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist es, immer mehr Menschen im deutschsprachigen Raum zu gewinnen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Im letzten Jahr waren es 500.000 und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren munter auf 1 Million zusteuern. Im Laufe der Jahre war es natürlich nötig, immer professioneller aufzubauen, dieses ganze Projekt. Alles wäre aber ohne die inzwischen 11.000 ehrenamtlichen Mitarbeiter überhaupt nicht denkbar. Also man kann gar nicht genug danken dafür, dass so viele dieses Projekt lieben gelernt haben
Und ich hoffe, dass es noch viel mehr Menschen lieben, weil es einfach ein wunderbares Projekt ist.